Ja, also als ich geboren wurde in 1943, da gab es Krieg natürlich noch. Und meine Mutter war Flüchtling aus Berlin, hat meinen Vater, ich weiß jetzt nicht wirklich genau wie, kennengelernt, aber die Familien waren schon bekannt. Sie kannten sich schon gegenseitig. Und obwohl sie Deutsche ist, habe ich in meiner Kindheit leider nie Deutsch gelernt, weil Deutsch zu der Zeit einfach nicht die Sprache war, die man in England hören wollte. Also, die Nachbarn haben teilweise mit uns gar nichts zu tun haben wollen, weil sie gehört haben, dass meine Mutter einen deutschen Akzent hatte. Und man war so sehr vorsichtig und hatte Angst davor, wenn ich jetzt mit einem Deutschen zu tun habe, bin ich dann vielleicht auch suspekt und was ist das? Ich habe das zu der Zeit selber gar nicht wirklich mitgekriegt. Als Kind kriegt man Atmosphären mit und Spannungen, aber man kriegt die Erklärungen nicht mit und versteht natürlich die ganzen Zusammenhänge nicht. Ich habe schon gemerkt, dass die Nachbarn in dem einen Haus, wo ich als ganz kleines Kind gelebt habe, nicht mit uns spielen wollten oder durften eigentlich. Danach sind wir in ein anderes Haus gezogen, wo ich dann den Rest meiner Jugend verbracht habe und in dem meine Mutter gelebt hat bis vor ein paar Jahren. Und wir kannten die Nachbarn schon. Also da war es alles sehr entspannt. Und da fand diese Kindheit statt, von der ich schon erzählt habe. Und da bin ich aufgewachsen.